Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr nochmal einschaltet hier zu einem kleinen Nachtrag von unserer ÖPNV-News von heute. Scheinbar ist Lotus wohl doch weiter, als wir ursprünglich angenommen hatten, was die KI-Fahrzeuge angeht. Denn es gibt ein Video auf YouTube, welches hier zumindest schon mal für ein paar Sekunden zeigt, wie das Ganze funktioniert hier mit dem Rumwuseln der Fahrzeuge auf der Karte Diorama. Mr. Marsend hat uns den Link dazu nämlich geteilt und hat mal gesagt, hier schaut doch mal vorbei, hier gibt es ein Video dazu, was ihr euch mal anschauen könnt. Und ja, gesagt, getan. Wir hatten ja, wie gesagt, heute in den News davon ja gerade berichtet, dass das Ganze ja noch intern läuft. Und scheinbar, ja, gibt es hier wohl schon das erste Video dazu. Wir finden es eine richtig tolle Sache. Es passiert was und ich finde, es belebt sofort die Karte komplett anders. Es läuft noch nicht 100% perfekt, was man ja hier sieht, dass die Fahrzeuge ineinander durchfahren und so weiter. Aber wie gesagt, das läuft ja alles intern noch. Das versucht man natürlich alles noch zu fixen und so weiter und so fort. Aber es ist schön mit anzusehen, dass es wirklich jetzt wohl langsam in Richtung KI-Fahrzeuge geht. Wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das genauso wie ja meine Wenigkeit und findet das toll? Oder sagt ihr, es ist schon längst überfällig gewesen, dass das kommt? Denn wie gesagt, nutzt dazu doch die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Und ich werde mir mal, ja, das Video jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen und dementsprechend dann mal gucken, dass wir vielleicht zukünftig doch darüber ein bisschen mehr erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt wieder ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare und sonst ja, verabschiede ich mich jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Bis dann, tschüss!